Ja, Leute, wir fahren heute zu Customs and Cruisers nach Bad Salzuflen. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist jetzt gerade kurz nach 9. Ja, wie man es wahrscheinlich auch gut sehen kann, ich bin noch ein bisschen zerknautscht. Aber ich denke, das wird ein geiler Tag und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein. So, Karre ist jetzt geparkt. Jetzt geht's Richtung Eingang. Da hinten ist es, glaube ich, irgendwo. So, hier geht es los. Da ist quasi der Eingang. Hier wurden gerade die 3Gs getestet. Ich habe natürlich zum Glück einen Impfausweis. Da hinten ist der Wheelie-Simulator und ja, wir gehen jetzt erstmal hier rein und checken erstmal alles ab. Hier sind die Jungs von der Bike Farmelle. Hier habe ich damals meine Harley gekauft. Genau, und hier stehen jetzt die Indians. Schicke Teile auf jeden Fall. Jo, ey, so einen könnte ich mir auch noch besorgen, auf jeden Fall. Geiles Teil. Also hier ist nachher so ein bisschen, ich glaube, die Bühne, wo wir halt so ein paar Sachen sehen werden. Schicke Autos, schöne Motorräder. Ich glaube, das geht gut rund. Was hast du hier? Ja, also erstmal haben wir hier natürlich eine Breakout und die Breakout ist ausgestattet mit einer Komplettanlage von uns. Ja. Komplettanlage heißt also, wir haben hier ein komplettes System mit Krümmer und Slip-Ons. Ja. Das, was man sofort sieht, ist natürlich, dass die Anlage dadurch sehr viel kürzer wird und das Bike einfach auch einen ganz anderen Look erhält. Ne? Ja. Sehr geil. Da wollen wir die mal anschmeißen oder was? Auf jeden Fall. So, hier sind die Kollegen von Harley Bielefeld, da haben wir jetzt ja auch ein bisschen was gemacht gemeinsam. Letztes Mal noch die Street Glide gefahren, Special. Das war natürlich ein Spaß. So, ganz klar auch BMW hier vertreten, da sind die einzelnen Teile. Alter Schwede, das ist natürlich hier ein Obertrümmer, ne? Wow. Hier habt ihr die Möglichkeit auf jeden Fall so ein bisschen auch Probefahrten zu machen. Das ist schon eine runde Sache. Noch ist noch nicht so viel los, aber ich glaube ab 10.30 Uhr, da geht das erste Programm los, dann wird's rund. Hey. So, jetzt gibt's erstmal einen Kaffee hier und dann rüsten wir das Ganze gleich um, denn wir dürfen gleich ein paar Probefahrten machen. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Ja, Mix alt und modern, ne? Eigentlich klassisches BMW-Design, Doppelschleifenrahmen, die weiße Linierung, der tropfenförmige Tank, alles so, wie es halt früher mal war, ja. Aber mit moderner Technik. Ja. Und das trifft eigentlich den Nerv von ganz vielen, die sagen, ich hatte früher mal so eine, aber ich will nicht schrauben viel fahren. Ja, genau. Ja. Und dazu den 1800 Kubik Boxer. Größeren Boxer gab es noch nicht. siehst du schon, ist gewaltig, wirst du nachher auch spüren, schon beim Starten, das erste Mal, wenn der loslegt. Ja. Das ist geil, du darfst richtig den Motor spüren. Das, was man bei anderen eher versucht, ein bisschen rauszubekommen, darfst du hier spüren, weil so ein Motorrad willst du spüren. Ja. Geht dann auch beim Schlüssel weiter mit der Mischung modern, Keyless Ride. Das einzige fürs Lenkschloss brauchst du noch einen Schlüssel. Das findest du hier drüben. Da kannst du dann noch absperren. Ansonsten Keyless Ride. Moderne Technik auch beim Licht. Voll-LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht. Also Licht brauchst du einfach nicht. Optisch Retro, aber keine Retro-Technik, weil du musst was sehen und willst gesehen werden. Ja, genau.
das ist einfach mal das Große. Wo wir gerade auf der Seite sehen, hier siehst du den Tank nochmal schön mit der Doppellinierung, so wie es klassisches BMW-Design war. Hier siehst du auch den Rahmen schön auf der Seite und dann Highlight, der offene Kader. Ja. Den siehst du während dem Fahren nicht, aber schau ihn dir beim Großrollen mal nochmal an. Da siehst du den ganz schön. First Edition, die hat das Chrompaket, die hat die Linierung. Ja. Also hier überall Chromteile, Chromarmaturen, Chrombremse, Chromspiegel. Und natürlich auch unser Fishtail. Ja. Auspuffanlage. Ja, der ist schon gewaltig, das, ne? Ja, auch das angelehnt an die Vergangenheit. Das sahen die halt auch so aus. Ja. Kannst du alternativ dann rund bekommen. Alle Deckel hier vorne auch. Die Designer nennen das Heldenbrust hier vorne. Die Motorabdeckung gibt es in anderen Designs, andere Designvarianten. Spiegel gibt es andere, Frästeile noch dazu. Also du kannst dich bunt austoben, auch was die Sitze angeht. Ja, genau, ich hatte gesehen auf der Website auch, da kann man ja wirklich einiges noch machen. Genau, halt, ne? Du kannst andere Farben haben, höher, niedriger, andere Designs vom Sitz auch. Natürlich gibt es ein Sozius-Paket, auch mit einer Rückenlehne dann dazu, dass es den hinten auch gut geht. Und da kannst du dich wirklich bunt austoben. Cool. Gestartet wird dann per Knopfdruck, Schlüssel kannst du in der Hosentasche lassen. Brauchst du eben, wie gesagt, nur fürs Lenkschloss. Und dann haben wir ein relativ puristisches Display. Oh ja. Einfach Tacho, das Wichtigste. Du kannst dir aber verschiedene Infos einblenden lassen. Im Display über die Taste natürlich dein Kilometer, deine Durchschnittsgeschwindigkeit, Spannung auf der Batterie, alle wichtigen Infos, die wir halt brauchen. Ja. Uns gibt drei Fahrmodi. Auch das an die Moderne können wir machen. Es gibt Rain, Rock and Roll. Okay. Also auch da passt. Ich glaube, es ist klar, was der sportlichste Modus ist. Rock, dann knallt es auch hinten ein bisschen mehr. Ja. Dann ist die Gaseinnahme deutlich direkter. Und dann bist du sportlich unterwegs. Auf Rain dann genau andere Richtung. So für heute ein bisschen reduzierte Gaseinnahme. Du brauchst mehr Gasweg, um da zu starten. Perfekt, dann freue ich mich auf jeden Fall gleich auf die Probefahrt. Ja. Das wird eine gute Sache. Das wird eine gute Sache. Du hast an der hier die Fußbretter, die Trittbretter dran. Deswegen hast du hier eine Schaltwippe. Ja. Funktioniert, wenn du mit deinen Füßen kommst, du vielleicht sogar unten drunter, genau wie immer. Ja. Vorne runtertreten zum Runterschalten. Wenn du magst, kannst du mit der Ferse runtertreten zum Raufschalten. Mhm. Wenn du mit den Füßen reinkommst, kannst du aber auch vorne bauen. Okay, aber meist mit dem Trittbrett ist mit der Wippe ein bisschen einfacher. Ja. Das muss man einfach wissen zum Starten. Direkt das Herz auf, ne? Sollte, oder? Alles klar. So, dann sind wir mal gespannt, wie das hier läuft. Aber es fühlt sich, ohne Scheiß, es fühlt sich echt gut an. Das ist wie mit der Streetlight, also da gibt es wenig Probleme, aber es ist halt echt was anderes, ne? Oh Mann, ich merke das jetzt schon. Die hat richtig Druck. Boah! Alter Schwede! Also, auf jeden Fall BMW R18. Ich habe mir das erstmal angeguckt auf den Bildern und so weiter, war da ein wenig skeptisch. Aber ganz ehrlich, man muss sich halt wirklich selber den Eindruck machen. Hat er gerade auch gesagt, der Kollege, der uns das Bike vorgestellt hat. Also, das ist eine richtig runde Nummer hier. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht viel gefahren, ne? Aber man merkt, das ist richtig durchdacht. Auch beim Starten, das ganze Ding wackelt einmal, habt ihr ja gesehen. Unglaublich, unglaublich. Aber jetzt während der Fahrt merkst du nichts. Also du merkst natürlich, dass da richtig was arbeitet. Aber das soll ja auch so sein. Also, ich kann jetzt schon mal sagen, fahrt auf jeden Fall, wenn ihr Interesse habt. Schaut euch nicht irgendwelche YouTube-Videos an. Vielleicht mal so ein bisschen, ja, um sich den ersten Eindruck zu verschaffen. Aber ihr müsst die selber fahren. Ich würde da jetzt nicht auf irgendwelche Meinungsbildner hören. Ah, nee, also ich bin ja selber Harley-Fahrer, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding macht richtig Laune. Also BMW, Hut ab. Vor allem so, du hörst ja jetzt gerade erstmal wirklich nichts.
Und wenn du gleich wieder drauf latscht, dann geht da richtig Musik los. Oh! Also das Ruckeln, was du im Stand hast, ne? Dass die so, die geht so ein bisschen beim Gas geben nach links. Also das habe ich jetzt bis jetzt in keinem YouTube-Video so irgendwie mitbekommen. Das ist geil, das fühlt sich richtig stark an. Oh, geht die ab, ey. Ich kann kaum reden hier. Aber das hast du während der Fahrt nicht. Während der Fahrt hast du einfach nur einen richtig fetten Schub. Aber eine Sache, die finde ich sehr, sehr geil, und da könnten sich einige eine Scheibe von abschneiden. Die ganze Truppe vor Ort, jetzt hier vom BMW, ne? Super nett. Sofort alles klar, hier kein Thema, kannst du filmen, freut uns, mach das ruhig. Wenn du Bock hast, kannst du fahren. Ich habe gar nicht mal nach dem Fahren gefragt. Und das ist das, ey, was das doch einfach ausmacht. Ey, wir haben doch alle die gleichen Interessen. Ist doch scheißegal, ob jetzt eine Harley oder was ich was. Aber einfach mal das zu fahren, ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die sich so gut fahren lässt. Ich dachte jetzt wirklich, dass das echt ein anstrengendes, schweres Fahren ist, weil halt diese beiden fetten Blöcke da am Start sind. Aber ey, easy. Wirklich easy. So, die Probefahrt ist zu Ende. Wir nähern uns jetzt wieder der Customs and Cruisers. Danke auf jeden Fall am BMW für diese geile halbe Stunde, 45 Minuten. Ich hab's jetzt gar nicht, ich hab die Zeit komplett verloren. So viel Spaß hat das hier gemacht. So habe ich mir so ein bisschen Eimer dran gebaut, um dann zumindest trocken herzukommen. Ja, finde ich total geil. Vor allem wirklich total coole Sachen gemacht. Auch hier an der Seite, das sieht man von der gerade leider nicht. Sieht aus wie eine alte Zündspule. Nee, ist ein Fleischwolf. Ein Fleischwolf? Ja, ist ein Reinhardt Original Fleischwolf von 1960 als Lufteinlass und vorne der Dekompression ist der Hebel davon. Sehr geil, dann gehe ich mal ein Stück zurück, dass da nichts reinkommt, wenn du gleich losfährst. Auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Vielen Dank. Und ich finde das immer toll, wenn Leute selber was bauen, wenn es dann noch so geil wird. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Einmal in die Feder vorne, da helfe ich mit. Ja. Und dann kannst du ein bisschen mehr Gas dazugeben. Ja. Wirst aber schon merken, du brauchst nicht rum. Okay. Ist jetzt so riesig. Ja. Schön alles. Dann oben ist das Ding jetzt hier. Also erstmal erster Gang. Einfach mal losfahren, ja. Also losrollen, auskuppeln, dann Finger von der Kupplung weg, weil die brauchst du nicht. Mit der Übersetzung, da federn wir ein bisschen ein und machen den hier. Und dann kommt die eigentlich weg. Okay, bin gespannt. Ja, das ist natürlich jetzt eine Nummer hier, ja. Wie gesagt, fahr einfach ganz normal raus. Ja. Einfach mal los. Jetzt quasi. Dann gehst du mal so bis 2000. Das reicht schon. Dann ja. Jetzt am Moment. Ja. Jetzt gehen wir dreimal in die Feder und dann gehen wir hoch. Eins, zwei. Ich glaube, so sehe ich mich nie. Boah, krass. Ich hab's jetzt mit Fleiß mal nicht runterlassen, dass du siehst, wie schnell das dann oben am Kippung dann geht. Gell? Boah, ja. Den Rucki zu gehen. Also ich, ganz ehrlich, ich würde das auch. Ich hab was. Man sieht das ja ganz gerne mal, ne? Aber in echt, alter Schwede. Alles was hier in diesem Bereich ist, da geht's dann. Ja. Da muss ich wieder. Ja, da muss ich eigentlich direkt an der Hinterradbremse. Boah. Das ist ja. Ja, geht dann schnell. Krass, Alter. Ja, vor allem, das ist echt ein komisches Gefühl, wenn du dann wirklich nach hinten rüber gehst, so, ne? Ja. Alter Schwede. Dankeschön. Das ist mir ganz gut.
Problem immer auch mit der Übersetzung. Du kannst mit wenig Drehzahl die ganze Geschichte machen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass man wirklich erstmal richtig Gas geben muss, um dann da hochzukommen. Ne? Wow. Aber gruseliges Gefühl, wenn man hinten rüber. Krass. Ja, danke schön. Geil. Alter Schwede. Entweder kommt er direkt oder das war's. Ich mag deine Wortwahl. Dann machen wir Losgang. Beeindruck uns mal. Ich gehe mal schützend nach hinten. Macht die Handys bereit. Herzlich willkommen bei Kellermann. Wir starten den Sternmotor. Ja, es läuft. Dann schauen wir mal, was der läuft, ja. Du machst deinen eigenen Rhythmus.